Das heißt, zum einen hast du die schon von vornherein die geringste Marge in dem Produkt oder Dienstleistung, das am Ende verkauft wird. Zum zweiten, du bist Beginner, musst Geld ausgeben dafür, dass du überhaupt mal Sichtbarkeit kommst, dass du erstmal in Traffic bekommst, also quasi Besucher, die dann potenziell oder dir eine Liste aufbaust und so weiter. Ja, hallo meine Lieben, heute geht es mal um das Thema Affiliate Marketing. Mit Affiliate Marketing Geld verdienen. Der ein oder andere von euch kennt das Prinzip vielleicht schon. Das ist ja nichts anderes als wie einfach auf Provisionsbasis quasi zu verkaufen, ja, zu empfehlen, zu verkaufen. Ja. Und hier mal gleich vorweg eine Analogie ins Angestelltenverhältnis. Ja, also die meisten Menschen sind ja im Angestelltenverhältnis unterwegs. Und Affiliate Marketing wäre ungefähr so, wie wenn du jetzt im Vertrieb arbeiten würdest, im Marketing oder Sales einer Firma und würdest dort letztendlich, ja, wie so ein Vertreter gar kein Gehalt bekommen, sondern immer nur dann was bekommen, also Geld bekommen und deine Miete zahlen dürfen, wenn du irgendwas verkauft hast. Und genauso ist letztendlich auch Affiliate Marketing. Und jetzt gibt es da einige, wie zum Beispiel Finest Audience oder Harald Schmidt oder wie die alle heißen, da diese Affiliate Marketing-Gurus, die jetzt hergehen und sagen, grundsätzlich ist ja Affiliate Marketing was Feines, wir haben damit auch viel Geld verdient. Und jetzt machen wir Kurse, Masterclasses, teilweise auch 10.000 Euro, die da kosten und so weiter. Also das heißt, die gehen dann her und sagen, wir bringen jetzt Leuten bei, wie sie quasi unsere Mitbewerber werden. Ja? Und jetzt mal ein paar Worte dazu. Denn, und auch für Anfänger, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Affiliate Marketing im großen Stil, also wenn du jetzt halt mal irgendwie einen Kanal hast oder sowieso irgendwie welche Zielgruppen schon hast oder bist schon selbstständig und machst eine Partnerschaft und dir ist es dann egal, ob du jetzt halt mit den Links, mit den Affiliate-Links oder irgend sowas noch was dazu verdienst oder nicht, darum geht es nicht. Es geht um diese wirklich teuren Coachings, die dir versprechen, dass du sogar als Anfänger Geld verdienen kannst mit Affiliate Marketing und zudem auch noch zu 100% letztendlich, also komplett unabhängig und frei leben kannst, allein nur mit Affiliate Marketing, wie eben diese Gurus auch. Es ist schon mal das Erste, dass ja, die sich dadurch massenhaft Konkurrenz machen, weil die verkaufen diese Programme, diese Coachings ja im großen Stil. Na, die holen sich jetzt nicht 20, 30 Leute oder so, sondern die machen ja Haufen Werbung und so weiter und werben ja dann auch damit, dass sie schon 100 oder 10.000 Leuten beigebracht haben oder wie viel auch immer. Und der Markt ist nicht unendlich groß. Ja? Der Markt ist zwar groß, ja, aber es gibt ganz viele Nischen und ich weiß es noch aus 10 Jahren SEO-Erfahrung, also Suchmaschinenoptimierung, eine Nische, die profitabel ist, die ist aber auch sehr gut bespickt, ja, mit anderen Leuten, die viel Geld haben und dort eben ihre Marktanteile abgreifen. Das heißt, wenn du jetzt als Beginner bist, also als Anfänger, du willst Geld verdienen, dir irgendwie einen Side-Hustle machen, also nebenbei zu deinem Angestelltenverhältnis was nebenbei verdienen. Und das ist ja das häufig, was auch da häufig quasi proklamiert wird, also quasi damit Werbung gemacht wird, wenn du einen Angestellten, weil jetzt willst du selbstständig nebenbei was selbstständig machen. Ja, das Einfachste ist Affiliate-Marketing, brauchst kein eigenes Produkt und so weiter. Eine Sache ist ganz wichtig zu verstehen. Beim Affiliate Marketing, und das ist ja völlig logisch, wie dieser Angestellte, der quasi nur auf Provision arbeitet, ja? Affiliate Marketing oder als Affiliate bist du das letzte Glied einer Nahrungskette. Du hast kein eigenes Produkt und du gibst unter Umständen auch noch Geld dafür aus, dass du die mit Abstand geringste Marge hast an dem Produkt. Warum ist es so? Niemand da draußen würde ein Produkt erstellen, eine Software oder sonst irgendwas oder eine Dienstleistung und dann mehr an denjenigen abgeben, der diese Dienstleistung verkauft, extern, in dem Fall der Affiliate, als wie derjenige, der es hergestellt hat. Ja, das ist ja völlig klar. Ja? Das heißt, du bist derjenige,
der nichts dafür bekommt, dass du es verkaufst, sondern erst dann, wenn du es verkauft hast und zusätzlich auch noch Geld dafür ausgeben musst, weil du ja Werbung schalten musst. Es sei denn, du hast, wie gesagt, schon eine Zielgruppe aufgebaut, dann ist es ein bisschen was anderes. Aber wenn du ganz von frisch startest, hast du ja nichts. Das heißt, du musst Werbung ausgeben und in diesen Coachings, Affiliate Marketing, Geld verdienen. Da ist es ja dann auch immer sofort hier Facebook, so funktioniert Facebook, hier kannst du Facebook Affiliate Marketing machen, Geld verdienen, bla bla bla. Ja. Das heißt, zum einen hast du schon von vornherein die geringste Marge in dem Produkt oder Dienstleistung, das am Ende verkauft wird. Zum Zweiten, du bist Beginner, musst Geld ausgeben dafür, dass du überhaupt mal Sichtbarkeit kommst, dass du erstmal in Traffic bekommst, also quasi Besucher, die dann potenziell oder dir eine Liste aufbaust und so weiter. Drittens musst du auch nochmal dein Geld ausgeben für dieses Affiliate Marketing Coaching, ja, vermeintliches Masterclass oder so, die dir halt beibringen, irgendwelche Techniken, die nicht fehlen können und so weiter. Natürlich dann diese Masterclasses und Coachings, die haben dann natürlich dann immer so 10, 100 oder irgendwas Testimonials, die es halt geschafft haben auf irgendeine Art und Weise, die dann sagen, ja, ist alles super, ja, aber das sind immer nur so die Top 2 bis 7%, die du da siehst, ja. Die anderen füttern rein ins System. Der Affiliate-Guru verdient einen Haufen Geld mit Coaching und ganz ehrlich, der würde das auch nicht so machen, wenn jeder seiner Teilnehmer in diesen Coaching-Programmen super, super, super erfolgreich wäre. Und das sind ja Coaching-Programme, wie gesagt, eingangs, die teilweise hunderte von Teilnehmern haben. Wenn jetzt jeder von diesen Teilnehmern da viele, viele tausend Euro verdienen würde oder so, ja, dann, oder vielleicht Millionen sogar, dann würde er quasi sich seinen eigenen Markt zerstören, ja. Also immer sehr, sehr vorsichtig sein mit diesen Coaching-Programmen, besonders diese hochpreisigen und insbesondere nochmal vorsichtiger sein, wenn es um das Thema Affiliate-Marketing geht. Affiliate-Marketing ist mit Abstand das Business mit der geringsten Marge, habe ich ja schon erklärt, weil du letztendlich wie ein Angestellter, ja, ein Affiliate ist wie ein Angestellter in einem großen Unternehmen, der das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens verkauft, ja, und das Unternehmen gibt natürlich dem Verkäufer nur einen Bruchteil von der Marge ab, die natürlich das Unternehmen für sich einbehalten möchte, weil das Unternehmen für sich möchte ja wachsen und muss ja alle möglichen anderen Mitarbeiter bezahlen und so weiter. Ja, das heißt, du bist letztendlich dieser Handelsvertreter da draußen als Affiliate Marketing jetzt digitalisiert und musst von der geringsten Marge leben, hast dann noch zusätzliche Kosten, also musst dann noch Geld dafür ausgeben, nicht nur deine Zeit, um Besucherlisten aufzubauen, Facebook-Werbung zu schalten, you name it. Und muss dann auch noch für dieses Coaching-Programm, Masterclass, Affiliate-Marketing, Geld verdienen oder irgendwas, musst auch nochmal Geld abdrücken. Ja? Und die allerwenigsten kommen dann irgendwann ans Ziel, dass sie damit auch ein bisschen Geld verdienen. Und die das dann schaffen und einigermaßen erfolgreich sind, die werden dann natürlich ins Testimonial geholt, ja? Welches du dann siehst. Oder andere, die dann wieder reingezogen werden ins Programm. Und so ist das System ein geschlossener Kreis, wo die große Mehrheit nicht zum Erfolg kommen kann. Ja, weil einfach die Marge so gering ist und die große Mehrheit eben Anfänger sind und die gar nicht das Budget haben, in einer bestimmten Produktnische oder so, ja, da wo es eben sich lohnt und die Produkte, wo es sich lohnt, da hocken schon die großen Affiliates drauf und die großen Affiliates, die haben halt 1000 Euro Werbebudget am Tag, denen ist es egal, die schicken auch 2000 Euro Werbebudget auf eine ganz bestimmte Zielgruppe, für ein ganz bestimmtes Produkt, für eine ganz bestimmte Dienstleistung und da sitzt du da als Anfänger, hast gerade 10.000 Euro für Masterclass gelöhnt. Und sollst jetzt auch noch 2000 Euro am Tag Werbebudget aufbringen für Facebook? Nein, hast du natürlich nicht. Also du gibst 10 Euro Werbebudget für Facebook ein und du kommst gar nicht zu dem Punkt, dass du feststellst, welche Werbeanzeige denn überhaupt potenziell erfolgreich sein könnte. Also quasi, welche denn überhaupt profitabel von deinen Werbeanzeigen sein könnte. Ja, du hast auch gar nicht die Ressourcen, um die entsprechenden Creatives zu machen. Es wird besonders bei Facebook, was ja immer noch so ein großer Hype ist, ist quasi die Zielgruppe gar nicht mehr das Entscheidende, sondern die Creatives. Die Zielgruppe, das übernimmt nach und nach immer mehr der Facebook-Algorithmus. Die Creatives entscheiden dann letztendlich, wie stark deine Werbeanzeigen engaged werden. Ja? Und das wiederum
minimiert deinen CPC, also deinen Cost per Klick, also deine Werbekosten bei Facebook. Ja, und das heißt, es hängt wieder alles bei der Professionalität und bei der Erfahrung in den Creatives, in der Generierung der Creatives. Ja, und dazu brauchst du dann auch wieder Expertise oder einen Experten, und das alles hast du als Anfänger nicht. Also als Anfänger nochmal ins Groß einsteigen zu wollen oder sich hier unabhängig machen zu wollen oder auch als Side-Hustle, wenn du noch gar nichts hast, noch keine Zielgruppen besitzt, keine Follower, kein gar nichts. Mit Anfangen mit Affiliate Marketing ist der größte Käse, ist letztendlich ein Schwindel. Ja? Es ist wirklich diejenigen, die das anbieten und da draußen vermarkten und dich reinziehen wollen in so ein Programm, so ein Coaching-Programm, die sind Profis und die wissen das. Und vermarkten es trotzdem, und dann fahren die, lassen sie sich in ihrer Luxuslimousine durch die Gegend fahren, Mercedes-Stern vorne drauf, und es ist einfach nicht ethisch und unverantwortlich. Aber ganz, ganz viele Dinge da draußen sind nicht ethisch und nicht unverantwortlich. Schade finde ich es nur, dass die Programme ja letztendlich nicht auf irgendwelche reichen Leute oder so fokussiert sind oder targetiert, sondern meistens auf die Angestellten, auf die breite Masse, die sowieso nicht viel Geld haben und dann da eben auch noch viel Geld reingeben für nichts, einfach nur für heiße Luft und viel Erfahrung, aber eben keinen Vermögenszuwachs. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Klartext von Klein Thomas. Und wir sehen uns. Bis dann. Bye bye. Gib dem Video einen Daumen hoch. Bye. Ciao.